Welche drei Dinge musst du als Handwerksbetrieb im Blick behalten, damit du 2023 gut überstehst und in dem Jahr vielleicht sogar wachsen kannst? Hallo und herzlich willkommen hier zum Video. Mein Name ist Alex und ja, wir wollen heute mal gemeinsam darüber sprechen, welche drei Dinge vor allem hauptsächlich notwendig sind, um das nächste Jahr gut zu überstehen. Wir wissen, 2022 neigt sich am Ende zu. Wir kommen so langsam in die Situation, dass man merkt, nächstes Jahr wird schwieriger. Viele Handwerksbetriebe merken langsam, dass die Umsätze etwas zurückgehen. Das hat verschiedene Gründe, da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Und es gibt eigentlich nur drei Dinge, die du für dich wirklich im Blick behalten musst, übergreifend im Blick behalten musst, damit der Umsatz weiter stabil bleibt, beziehungsweise damit du das nächste Jahr auch gut überstehst. Und darum geht es uns ja am Ende. So, warum erzähle ich dir das überhaupt, beziehungsweise woher kommt die Erfahrung für den Bereich, dass ich dir jetzt auch so erzählen kann? Ganz simpel, wir betreuen mittlerweile über 600, wahrscheinlich knapp 700 Handwerksbetriebe und helfen denen, Kunden oder Mitarbeiter zu gewinnen oder auch sich strukturell einfach besser aufzustellen. Und das sind einfach die Dinge, wo wir festgestellt haben, Unternehmen, die diese Dinge im Blick behalten, die hatten seitdem, wir mit den Arbeiten zumindest, was teilweise schon seit 3, 4, 5 Jahren ist, ne, hatten die nie ein Thema, was irgendwie Geld oder was irgendwie finanzielle Probleme angeht. Ne, einfach, weil diese drei Kernpunkte immer relevant sind, in den meisten Zeiten aber vernachlässigt werden. Beziehungsweise nicht vernachlässigt werden, sondern sie laufen einfach mit. Es funktioniert irgendwie, aber in den Krisenzeiten muss man den Blick behalten. Das Erste und eigentlich Allerwichtigste, ne, ist logisch, Geld ist im Endeffekt das Blut des Unternehmens irgendwo. Wenn du kein Blut hast, bist du tot. Ne? Wenn du kein Geld hast, bist du aus dem Unternehmen tot. Das heißt, das Erste, was du im Blick behalten musst, ist die Liquidität. Bedeutet, du musst immer liquide sein. Man könnte auch sagen, den Cashflow. Weil es bringt dir gar nichts, einen riesen Auftragsbestand zu haben. Es bringt dir gar nichts, wenn du irgendwie, 2 Millionen Euro dieses Jahr geschrieben hast an Umsatz. Wenn von diesen 2 Millionen Euro nur 500.000 tatsächlich an Geld bei dir angekommen ist. So, warum kommt Geld nicht an? Hat verschiedene Gründe. Das Erste kann natürlich sein, Zahlungsausfälle. Was anderes kann sein, dass einfach du sehr lange brauchst, um die Dienstleistung zu erfüllen, die du verkauft hast. Bedeutet, Material dauert länger, Montage dauert länger. Im Endeffekt, ich schreibe einfach mal Verschiebungen bei der Abkürzung Delivery, ne, also bei der Ablieferung deiner tatsächlichen Dienstleistung. Das können so Gründe sein. Kann aber einfach sein, dass irgendwelche Kosten auf dich zukommen, ne, größere Kostenblöcke aus den letzten Jahren auf dich zukommen. Ne, also ich sag mal Altlasten. Das können alles Dinge sein, die den Cashflow negativ beeinflussen, indem sie entweder ihn senken initial, was das hier betrifft, oder dafür sorgen, dass er, dass das Geld, was da ist, reduziert wird durch eben zum Beispiel Altlasten. Und das sind alles Dinge, die kann man im Blick behalten. Es gibt einfache Lösungen, einfache Softwarelösungen dafür, die man dafür nutzen kann, um das zu überblicken. Wir haben letztens mit einem Partner gesprochen und das war sehr interessant. Der meinte so, ja, sieht jetzt gerade nicht so gut aus. Und wir, warum? Du hast vor einer Woche gesagt, ist alles super. Ja, aber ich habe jetzt die Zahlen vom Steuerberater bekommen. Wir so, okay, aber du musst doch ungefähr wissen, wie ein Unternehmen steht. Ja, ich erfahre das alle 3 Monate vom Steuerberater. Das heißt, er erfährt alle 3 Monate durch die Zahlen vom Steuerberater, auch rückwirkend auf die letzten 3 Monate natürlich, wie er jetzt gerade dasteht. Das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie er navigieren will. Das ist eine Sache, wo wir jetzt mit ihm auch gemeinsam dran sind, das Problem nämlich zu lösen, dass er hat nicht mal Management bei Kontostand, was ja die meisten haben, was trotzdem nicht ideal ist. Ne? Er hat Management bei, ich warte 3 Monate und der Steuerberater schickt mir dann, wie meine Zahlen gerade sind. Das ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Weil das kann dazu führen, dass du in eine Situation kommst, in eine Schieflage kommst, du es nicht schnell genug merkst, dass 3 Monate später reagieren kannst und dann das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Sowas darf auf keinen Fall sein. Das heißt, du musst den Blick behalten, wie deine Liquidität ist. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Jetzt gibt es ja auch bestimmte Maßnahmen, die man machen kann, um diese Sachen zu fördern. Ne, eine Sache, die man hier zum Beispiel machen kann gegen Zahlungsausfälle, ne, sogenanntes Factoring. Das bedeutet, du verkaufst die Rechnung einfach vom Kunden und der Kunde zahlt dann an das Factoring-Unternehmen. Dann hast du dich mit Zahlungsausfällen nicht so, ich sag mal, rumzuschlagen. Zahlst dir vielleicht doch 2-3% von deinen Umsätzen, aber hast dafür das Geld direkt auf dem Konto. Zweites Thema, was wir immer empfehlen, ist Anzahlungen zu nehmen. Ne, Anzahlung ist auch so ein Riesenthema, wo man sagt, okay, wenn ich eine gewisse Anzahlung nehme, eine gewisse Höhe, wir empfehlen immer mindestens 50%, am besten mehr, ne, dann weißt du schon mal, die Leute, die wahrscheinlich ausfallen, die können wahrscheinlich nicht mehr die 50% anzahlen. Ne? Also das sind so Themen, die ganz typisch sind und also wir empfehlen zum Beispiel eine 50-40-10-Stückelung. Ne? Also da kann man auch ein bisschen variieren, aber so in der Form. 50% direkt, 40%, wenn die Ware bei dir ist und 10%, wenn sie eingebaut ist. Ich habe jetzt mit einem Partner gesprochen, der hat 50% tatsächlich direkt, was auch gut ist, und die anderen 50%, wenn die Ware beim Kunden eingebaut ist. Und der hat so viele Streitereien gerade mit den Kunden, weil irgendwelche Kleinstsachen noch nicht da sind und er einfach die kompletten 50% einbehält. Nicht, wie es fair wäre, vielleicht 45%
zu zahlen und 5% einzuhalten, weil vielleicht noch eine Kleinigkeit fehlt, sondern er behält die kompletten 50% ein, bis alles erledigt ist. Es kann Monate dauern, bis die paar kleinsten Sachen da sind. Dann sind so teilweise Griffe oder sowas, was dann fehlt. Komplett lächerlich eigentlich, ne? Und wenn man da überlegt, sowas kann das Unternehmen die Existenz kosten. Wenn du da 3, 4, 5 Kunden hast, die sich ein bisschen querstellen, sind es mal schnell 50.000 Euro, die einfach mal woanders liegen und nicht bei dir. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Also behalte das wirklich im Blick. Das nächste Thema, wenn es halt Zahlungsausfälle gibt, dann kann man natürlich auch schauen, dass du an der Stelle ja gutes Mahnwesen, gutes Inkasso halt machst, auch hinterhergehst bei den Leuten, sodass sichergestellt ist, dass die Leute letzten Endes auch zahlen und dass halt es normal ist, bei dir zu bezahlen und Leute, die nicht zahlen, halt dann auch wirklich nachgegangen werden, nachverfolgt werden, weil ansonsten ist es halt ja, Wahnsinn. Und das Thema Altlasten, man sollte seine Altlasten immer im Blick behalten. Du solltest genau wissen, wie viele Steuern fallen die nächsten Monate, die nächsten Jahre tatsächlich an. Und wenn du das im Blick behältst, ne, dann wirst du, also gut, nächsten Jahre kannst du nicht sagen, aber kannst du schon sagen, wie viele Steuern zum Beispiel letztes Jahr noch nicht gezahlt hast, musst du dieses Jahr noch zahlen. Oder vielleicht sogar vorletztes Jahr noch nicht gezahlt hast, weil es noch keinen Jahresabschluss gab, weil es dein erstes Jahr war. Kann ja auch sein. Das sind alles Dinge, die kann man voraussehen. Mit einer guten Planung, wenn der Steuerberater wirklich fragt, guten Steuerberater hat und den fragt, kann man das alles voraussehen. Und dann solltest du auch kein Problem haben, dass irgendwie 50, 100.000, 200.000, teilweise 500.000 Euro einfach mal auf dich zukommen und auf das Geld nicht rumliegen hast, sagst, oh verdammt, mir ging es gestern noch gut und heute geht es mir schlecht, weil Brief vom Finanzamt da war. Nein. Sowas ist voraussehbar. Das ist nicht, dass die mit der Münze werfen. Na? So, ich merke schon, das ganze Thema ist, wenn man es wirklich tiefer betrachtet, ein bisschen umfangreicher. Deswegen würden wir das Ganze in tatsächlich 3 Teile teilen. Ich werde es wird noch ein zweites Video geben, wo ich den zweiten Punkt erzähle und ein drittes Video, wo ich den dritten Punkt erzähle. Deswegen bleib auf jeden Fall weiter dabei, weil die Punkte sind sehr, sehr wichtig und du solltest jeden dieser Punkte jede Woche mindestens mal eine Viertel bis halbe Stunde widmen, dich damit mental zu beschäftigen. Dann wird es dir besser gehen. Na? Wie gesagt, was die anderen beiden großen Hebel sind, das schauen wir uns in den nächsten Videos an. Bis dann.